Hallo und herzlich willkommen bei Vedic Stars. Ich möchte mit euch heute über den nächsten Vollmond sprechen, der am 19. August stattfindet. Und zwar im Zeichen Wassermann. Wassermann für die vedische Astrologie. Bei uns stehen die Planeten in anderen Zeichen als in der westlichen Astrologie. Wer mehr darüber wissen möchte, ich biete einen Online-Kurs zur vedischen Astrologie an, als auch ein Lehrbuch. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. So, was ist der Vollmond? Beim Vollmond stehen sich Sonne und Mond gerade genau gegenüber. Das heißt, die Sonne strahlt den Mond vollständig an. Und wir interpretieren das in der Astrologie so, dass an diesem Tag bzw. in der Vollmondperiode bis zum nächsten Vollmond etwas ins Bewusstsein kommt, was bislang im Verborgenen lag. Das kann rein mental passieren. Es kann aber auch ein Ereignis sein, was irgendetwas offenbart und wir uns dann damit auseinandersetzen. Wenn der Vollmond im Wassermann stattfindet, dann hat dieses Ereignis oder diese Offenbarung mit neuen Trends zu tun oder auch mit Rebellion. Denn das ist das, was der Wassermann repräsentiert. Er steht für alles Ungewöhnliche, aber auch das Auflehnen gegen bestimmte Normen oder herrschende Normen in der Gesellschaft. Es geht dabei aber immer um das Wohl aller Menschen. Der Wassermann ist kein egoistisches Zeichen im Horoskop. Der Mond steht beim Vollmond am Anfang des Wassermanns in einem Gradabschnitt, den wir in der vedischen Astrologie Dhanishta nennen. Und dieses Nakshatra Dhanishta, das hat mit Reichtum zu tun und mit Ruhm. Das verbindet man mit diesem Gradabschnitt. Es kann also gut sein, dass wir bezogen auf berühmte oder sehr reiche Menschen neue Dinge erfahren und dass sich etwas in Bezug auf Reichtum verändert, dass man sich gegen irgendetwas auflehnt, was mit Finanzen und Reichtum zu tun hat. Darauf deutet auch ein bisschen die Position der Sonne hin. Die Sonne steht ebenfalls für Ruhm oder auch für Menschen in Machtpositionen. Das können auch Politiker sein. Die Sonne ist ja Teil des Vollmondes, weil sie den Mond eben anschaut und sie steht im Löwen, im Tierkreiszeichen der Könige. Eigentlich ist die Sonne im Löwen sehr stark, aber diesmal steht sie ganz am Anfang des Zeichens Löwe, genau gesagt auf 3 Grad 3 Minuten. Und das ist ein Gradabschnitt, den wir in der vedischen Astrologie mit Problemen assoziieren, mit Unzufriedenheit, mit Rückschlägen, wo Dinge nicht so leicht in Gang kommen. Und deshalb glaube ich, dass die Sonne hier Probleme für Menschen in Machtpositionen anzeigt, für Machtinhaber. Darüber hinaus fällt auf, dass die Sonne in eine Figur eingebunden ist, die wir in der vedischen Astrologie als Jod beschreiben. Jod heißt nichts anderes, dass 6 und 8 Häuser von der Sonne 2 weitere Planeten stehen, und zwar in einem ähnlichen Gradumfang, also auf einer ähnlichen Gradzahl. Und um den Vollmond herum haben wir das mit den Planeten Pluto und Neptun. Die stehen 6 bzw. 8 Häuser von der Sonne entfernt. Und man sagt, wenn solche Übeltäterplaneten das Jod mitbilden, erwartet man eher negative Ereignisse, die hier angezeigt werden. Die können mit Tod zu tun haben oder mit sehr radikalen Veränderungen. Und das erwarte ich deshalb für Menschen in Machtpositionen oder auch für Politiker als Teil von Menschen, die Macht haben. Diese negativen Ereignisse können auch mit Skandalen oder Täuschungen zu tun haben. Denn Neptun ist Teil des Jods. Und Neptun steht für Betrug und alles, was verschleiert ist. Und Neptun steht sehr nah an einem Fixstern, der für Unglück bekannt ist. Dem Fixstern Sheat oder Sheet, wie wir im Englischen sagen. Und Neptun steht für Täuschungen, Betrug und Skandale. Und der kann jetzt nahe diesem Fixstern dafür sorgen, dass diese Dinge offenbar werden, dass man davon erfährt. Darauf deutet auch so ein bisschen Merkur hin, der ganz nah an der Sonne steht. Das heißt, auch Merkur steht in diesem schwierigen Gradabschnitt, der für Probleme und Hindernisse bekannt ist. Und das äußert sich jetzt
bei allen Merkur-Themen, das heißt auch bei Nachrichten, bei Medienmitteilungen, die wir erhalten. Es kann auch sein, dass man versucht, Nachrichten zurückzuhalten, dass man versucht, hier irgendetwas zu verschleiern und das vielleicht nicht gelingt. Das ist genauso gut möglich. Und mit Blick auf die Natur sind bei zwei Planeten im Gandanta auch immer Unglücke möglich, die mit Wasser zu tun haben. Es können Fluten sein, Überschwemmungen sein, Schiffsunglücke, solche Dinge. Das war meine kleine Analyse für den Vollmond am 19. August. Leider nicht besonders positiv. Wenn es was sehr Positives gibt, sage ich das auch. Aber im Moment sind die Sterne ein bisschen gestresst oder zeigen Stress für uns auf der Erde an. Das trifft es eher. Ich wünsche euch trotzdem, dass ihr gut durch die Zeit kommt und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.